ein schwerer Bandenskandal. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Wir beraten ja im Moment die Partei des Gemeinwohls und da finden wir interessante neue Sachen auf der Homepage. Ja, wir können das ja Ganze ja jetzt einfach auch lesen, indem Sie den Bildschirm immer wieder anhalten. Generell sollten Sie hier unten rechts in dem rundlichen Ding anklicken und die Geschwindigkeit erhöhen. Schneller hören macht Freude. Und ja, jetzt lese ich mal an den neuen Sachen was vor hier. So, die ersten provisorischen Flyer. Es wird jetzt wahrscheinlich bald, hat die Partei gesagt, professionelle Flyer geben. Aber mal schauen. Jetzt ist hier ein neuer Abschnitt drin. Nie mehr, nie wieder. Und spätestens jetzt sollten dann die Mitglieder anderer Parteien, kritischer Parteien, Pharmaindustrie, kritischer Medizinindustrie, kritischer Parteien, jetzt spätestens wechseln zu dieser Partei. Das ist das, was den anderen Parteien fehlt. Ich lese mal vor. Nie mehr wollen Sie, dass Wissenschaftler und Behandler neue Krankheiten erfinden, um Karriere zu machen und an ihr Geld heranzukommen? Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass die Pharma- und Medizinindustrie Deutschland und die Welt regieren und das Recht auf körperliche Unversehrtheit außer Kraft setzen, um sie zum Kaufen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu zwingen. Da ist ein Tippfehler, da muss ein kleines hier rein. Ne? Das geht nur mit Gemeinwohlökonomie. Ne? Wo ist es? Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie vergiftet werden durch Gammelfleisch, Pestizide, Salmonellen und die unzähligen anderen Lebensmittelskandale? Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie zu Medikamenten, Operationen, Chemotherapien, Kaiserschnitt, Igelleistungen und so weiter überredet werden, nur weil der Arzt bzw. das Krankenhaus das Geld braucht? Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Oh, das war zu viel. Sekunde. So, jetzt. Nie mehr wollen Sie, dass Politiker durch Kummelei, Mauschelei, Korruption Politik für Konzerne und Lobbyisten gegen die Wählenden machen? Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass Waffenhändler die Politik zu Kriegen motivieren? Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft und mit der Partei des Gemeinwohls halt. Nie mehr wollen Sie, dass Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte Täterschutz vor Opferschutz praktizieren. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass Journalisten und Medien nur die Sichtweise der Konzerne bzw. großen Werbekunden, die ja das Geld bringen für die Journalisten, bringen. Also nie mehr wollen Sie, dass Journalisten und Medien nur die Sichtweise der Konzerne bzw. großen Werbekunden bringen. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass die Sozialsparten die Politik zu Maßnahmen veranlassen, die dazu führen, dass immer mehr zu den 6 Millionen Hartz-IV-Empfängern dazukommen und so zur Karriere begünstigenden Kundschaft der Sozialsparten werden. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Fortsetzung folgt. Ich habe noch einen Vorschlag, den werde ich an die Partei schicken.
Nie mehr wollen sie, dass die Marktwirtschaft ihr Lebensglück und ihr Wohlfühlen zerstört, damit sie konsumsüchtig und kaufsüchtig, shoppingsüchtig, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, drogensüchtig werden. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Ja, Fortschritt zum Volk. Ja, jetzt die weltweit erste wirklich menschenfreundliche Partei der Erde unterstützen. Alle anderen Neuparteien haben rundweg versagt bei dieser Frage und sind gescheitert. Ja? So, dann gehe ich mal, lese ich noch so ein paar Punkte vor, so Kurznachrichten von heute. Ich hoffe, ich bin laut genug. Na, geht's jetzt? Kurznachrichten. Die Basis Österreich lässt sich ja gerade von Weltrat und Next Scientist for Future beraten, gut so, und hat sich auch schon ganz im Gegensatz zur Basis Deutschland tendenziell zur Gemeinwohlwirtschaft bekannt und arbeitet in diese Richtung, macht das noch zu viel eigenbrötlerisch ohne uns. Denn sie haben noch in ihrer gemeinwohlwirtschaftlichen Gesundheitsreform haben sie also noch viel zu mehr kleine Kinderkrankheiten drin. Da müssen sie sich nochmal ausführlich von uns beraten lassen. Aber die Partei des Gemeinwohls hört vollständig auf uns, also für Deutschland haben wir also eine Lösung, denn die Basis Deutschland scheint vollständig gescheitert zu sein. Die bewegen sich in esoterischen Dreigliederungswelten und anderen Fantastereien und das bringt natürlich gar nichts. Ne? Ja, denn was ist Gemeinwohlwirtschaft? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Gemeinwohlökonomie, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und so weiter. In der GWO ist es halt am stärksten, also in unserer Next Scientists und Weltrat GWO, ist es viel stärker als bei der GWÖ realisiert. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja, wir müssen gucken, ob ein Supermarktleiter uns vergiftet oder unsere Gesundheit fördert. Und das kann man messen und dann muss man die Verdienstzuschüsse danach ausrichten, sodass derjenige, der uns weiter vergiftet, einfach pleite geht. Ne? So muss es doch sein, oder? Wollen Sie es anders? Ein staatliches Gesundheitswesen, dazu neigt die Basis Deutschland. Und das bedeutet, dass da wieder zusätzliche neue Fehlanreize entstehen, nämlich der Fehlanreiz, dass man eigentlich für sein Geld eigentlich gar nichts mehr machen muss. Also dass der Arzt dann quasi so eine Art Beamtenstatus bekommt, der sein Geld sowieso bekommt. Und Sie kennen alle das Sprichwort vom Beamtenschlaf. Also das taugt nichts. Ne? Alle Sparten müssen wir uns vorstellen. Demnächst werde ich eine Sendung über ein neues handgemaltes Bild über die Sparten, die Diktatur der Sparten in der Marktwirtschaft bringen. Aber jetzt nochmal, alle Sparten, Sozialsparten, Weltsozialsparten, NGOs, Gesundheitssparten, Nahrungssparten, Zucker, Alkohol, was auch immer Sparten, Behördensparten, Arbeitsamtssparten, alle versprühen vorteilbringende Irrtümer in die Welt. Und zerstören so unser aller Leben und erzeugen sich neue Kundschaft und mehr Geld und holen und so mehr Geld und so. Durch diese Gehirnwäsche, Propaganda und Massenmanipulation, durch die vorteilbringenden Irrtümer, machen alle Sparten meistens völlig nicht bewusst unser Leben kaputt. Und wir haben einen Krieg aller Sparten gegen alle Sparten und das kostet uns mindestens 500 Milliarden pro Jahr Verlust. Weswegen ja auch die Partei des Gemeinwohls
700 Euro mehr im Geldbeutel jedes arbeitenden Menschen monatlich versprechen kann. So, also wir müssen all diese Sparten, die können wir uns vorstellen, als aufgeteilt in 5 Millionen Teamleitende, die Geldflüsse und die Zeiten, also die Geldflüsse in diese Richtung, nämlich in Richtung Teamleitende, und die Zeiten der assoziierten Dinge, also assoziierten Dinge. Also, wie gesagt, alle Sparten müssen wir uns vorstellen, aufgeteilt in ca. 5 Millionen Teamleitende, und die Geldflüsse werden gemessen in Richtung dieser Teamleitende in der Gemeinwohlwirtschaft. Und also die Geldflüsse in Richtung Teamleitende werden genau gemessen. Dadurch entsteht ja eine Assoziation zwischen letztendlich dem Teamleitenden und dem Wohlfühlen, der Gesundheit und der Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner dieses Teamleitenden, dieser teamleitenden Person. Ne? Und dann, allerdings muss man das natürlich abstufen. Man kann, wenn jemand einmal in einem Restaurant gegessen hat, kann man nicht seine sich verändernden Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, kann man nicht noch ständig in hoher Weise über Jahrzehnte hinweg auf diesen einmaligen Restaurantbesuch beziehen, sondern man muss so vorgehen, dass quasi die Wichtigkeit von deren, also jemand bleibt dann vielleicht lebenslang Kunde dieses einen Restaurants, obwohl er nur einmal dort gegessen hat, aber seine Veränderungen seiner Wohlfühlstimme, zum Beispiel auch die Verschlechterungen der Wohlfühlstimme, werden von Monat zu Monat etwas weniger gewichtet, weil er hat ja wirklich irgendwann kann die giftige Wirkung eines Restaurantbesuches ja wirklich dann auch, ist nicht mehr bedeutungslos, nicht mehr bedeutungsvoll. Also deswegen muss man dann im Laufe der Zeit die Gewichtung der Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner allmählich zurückfahren, ja? Und reduzieren. Da muss man halt eine Formel entwickeln. Ja? So, und dann das habe ich ja alles erklärt. Nein. Teamleitende und Wählende, das sind die neuen Begriffe. Da brauchen wir nicht immer sagen Teamleiterinnen und Teamleiter, Teamleitende und wählende Menschen. Darum geht es. Ja? Teamleitende und Wählende. Ja, und letztendlich, das, was der Basis Österreich fehlt, ist, dass sie denkt, sie könnte alleine feilen an der gemeinwohlwirtschaftlichen Gesundheitsreform. Sie braucht, aber sie sollte keinen Schritt gehen ohne Next Scientists for Future und Weltrat, weil nur wir können nach 53 Jahren Erfahrung damit wasserdichte gemeinwohlwirtschaftliche Lösungen entwickeln. Denn wenn die Wasserdichtigkeit nicht gegeben wird, merken, dass die Wähler gegeben ist, merken das die Wähler sofort und wählen diese Partei oder haken diese Partei als amateurhaft ab. Ja? Also wir nur mit unserer Hilfe kann die Basis Österreich wasserdichte gemeinwohlwirtschaftliche Lösungen backen. Ja, das ist nämlich eine Kunst, dafür, die man 53 Jahre Erfahrung braucht. Ja, das war's für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau. Ich würde sagen, tschüssi, bis bald.